Ja, heute pünktlich hallo und herzlich willkommen zum dritten Cassini Consulting Lunch Break Talk mit dem Thema Customer Experience vom Smart Shopper zum Stammkunden. Ich habe euch auch heute wieder zwei tolle Gäste mitgebracht. Wir haben die Stefanie Wasserfuhr, Chief Commercial Officer von Sayway, heute mit dabei. Und etwas später werden wir euch dann den Peter Hartmann, Digital Marketing Manager von Henkel, vorstellen. Die Steffi hat eine kleine Präsentation im Gepäck, um euch ihre Themen und die Kundenzufriedenheitsmessungen näher zu bringen. Und danach starten wir dann in einen fachlichen Smalltalk zu den Themen. Vielen Dank, Steffi. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch darauf, mich hier heute mit euch auszutauschen. Ja, ich wollte euch eine mögliche Lösung für eine Customer Experience Solution mitbringen. Wir dürfen gerne in Slides vorspringen. Das Ganze basiert auf der Firmenidee oder der Gründungsidee, die ich persönlich als wirklich sehr stark finde, als Vision und die uns auch sehr trägt im Unternehmen. Dass wir quasi das Leben eines jeden Einzelnen verbessern wollen. Und dazu möchten wir möglichst alle Unternehmen motivieren, auf die Stimme ihres Kunden zu hören. Und fast jeder hat ja irgendwie, auch sei es indirekt, einen Kunden. Und die Technologie, die die Firma zum Beispiel Sayway bietet, basiert eben darauf, dass man diesen direkten Draht zu dem Kunden sehr leicht aufbauen kann, ohne großen technischen Setup. Das ist das Wichtigste, dass es einfach ist für den Kunden, intuitiv. Und dass der Kunde dann auch die Chance hat, dass er gehört wird und dass dann aus dem Feedback auch Maßnahmen abgeleitet werden. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Was macht ein Unternehmen mit den gesammelten Daten? Daten sammeln ist nicht das Ziel, sondern tatsächlich, was kommt wiederum beim Kunden an? Ja, und natürlich die Idee dahinter ist, klar, wir sind ja nicht ein gemeinnütziger Verein, sondern wir möchten natürlich allen helfen, dass sie mehr Geld damit verdienen. Gerne weiter. Ja, deswegen ist die Vision tatsächlich Let's Improve Everyone's Daily Life. Das soll nicht vermessen klingen. Da geht es auch um ganz kleine Dinge im Alltag. Ich werde das auch gerne nochmal erläutern an den einzelnen Beispielen, die ich heute mitgebracht habe, Anwendungsfällen in welchen Industrien zum Beispiel. Genau. Und das Thema, wie zufrieden sind denn die Kunden? Das ist natürlich auch, ja klar, eine Binsenweisheit in vielen Studien erwiesen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen zufriedenen Kunden und dem Erfolg eines Unternehmens. Und jetzt ist natürlich die Gretchenfrage, wie kriege ich das denn hin, dass meine Kunden dauerhaft zufrieden sind, damit ich eben profitabler bin? Klar, wenn ich zufriedene Kunden habe, die wandern weniger schnell ab, dann vermeide ich Churn, damit habe ich ja auch wieder Riesenkundenkosten, wenn ich die zurückgewinnen will. Ich denke, da können viele Branchen ein Lied von singen. Und wie schaffe ich das vor allen Dingen in der aktuellen Welt, wo die Erwartungen immer höher werden, weil mehr Technologien, immer jemand wieder mit Innovationen um die Ecke kommt, was dann eigentlich wieder das neue Going-Verfahren in Sachen Nutzerfreundlichkeit ist? Und wie kann ich das schaffen, meine Kunden glücklich zu machen? Wenn wir das Slide bitte wechseln, da können wir im Prinzip mit Sayway eine Möglichkeit bieten, und die hat halt den Charme, dass sie im Augenblick des Erlebens ganz schnell, anonym, intuitiv die Möglichkeit gibt, Feedback zu geben. Im Augenblick des Erlebens ermöglicht eben, dass es auch zu 40% akkurater ist, als wenn man jetzt zum Beispiel 24 Stunden danach Feedback gibt. Das hat auch den Vorteil, dass man in dem Moment vielleicht auch Lust hat und wenn man dann noch so ein Smiley sieht, vielleicht auch ein bisschen Spaß hat, Thema Gamification, als wenn ich zu Hause mal bin, auf meinem Sofa sitze und so einen Couch-Potato-Effekt einsetze und ich dann einfach auch sage, ja, war zwar schön, aber muss ich jetzt nicht mehr da was zu sagen. Ich erwische mich da ganz oft zu. Ich werde sehr oft nach Feedback beim Online-Shopping gefragt und selten bin ich dazu wirklich motiviert. Es sei denn, es war so eine gravierende Erfahrung, dass ich dann auch möchte, dass die geteilt wird. Das ist natürlich dann was anderes. Aber grundsätzlich geht es hier mehr darum, so einen Impuls, ein Grundrauschen einzufangen, wo ich dann eben auch sehen kann, okay, zu welchen Zeiten gibt es denn hier Unterschiede, zu welchen Bedingungen, vielleicht in bestimmten Monaten im Jahr sieht das aus. Das Ganze ist natürlich in einem Dashboard 24/7 und ich kann sofort meine Daten einsehen in Echtzeit. Ich kann die sofort analysieren. Da komme ich gleich auch zu in den Beispielen. Wie kann man das dann wirklich auch im Tagesgeschäft einsetzen?
Ja, und ich kann, wenn ich das denn möchte, auch mir Alerts anstellen. Und wenn jetzt zum Beispiel ganz negatives Feedback kommt, kann ich auch, je nachdem, was der Kunde für Kontaktwünsche hat, mit dem sofort in Kontakt treten. Ja, und ich habe eine Chance, dass ich auch in meinem Shop oder in meiner Filiale auch mal die Möglichkeit gebe, Dampf abzulassen. Es muss sich dann nicht nur auf Social Media entladen. Nichts gegen meinen Nachfolgereferenten Peter, ich schätze Social Media selbst sehr. Aber es ist natürlich immer eine Frage, da bin ich so komplett sichtbar, kann ich nicht auch bestimmte Dinge, die nicht gut gelaufen sind, eher in-house erstmal bearbeiten. Das setzt natürlich voraus, dass ich auch eine Reaktion dann eben schnell an den Markt bekomme. Wenn wir das Slide wechseln. Genau. Also die Infrastruktur ist relativ simpel. Das ist, es gibt Hardware in verschiedenen Formen. Es gibt Terminals, es gibt auch Bodenständer. Bodenständer sind die Terminals. Es gibt auch Geräte, die man an die Wand hängen kann oder auf einem Desk stellen kann. Und die Idee ist eben, dass der Kunde sich nicht identifizieren muss, keine E-Mail-Adresse angeben muss, sondern einfach im Vorbeigehen tippt. Das endet nicht bei den Smileys, sondern ich kann dann auch Kunden tiefergehend befragen. Wir empfehlen immer eine sogenannte Treiberanalyse, dass ich auch wirklich jemand frage, wenn es nicht gut war, woran hat es denn gelegen? Und das aber auch kurz, weil ich habe nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, wenn das zum Beispiel am Ausgang in meinem Geschäft steht. Und dann kann ich aber trotzdem durch geschicktes Splitting sehr gute Inputs bekommen. Und jemand, der zufrieden ist, den belästige ich auch nicht weiter und der geht raus. Und jemand, der nicht zufrieden war, kann mir bis noch detaillierten Kontakt wünschen, da lassen, ob ich nochmal mit ihm in Kontakt treten möchte. Das Ganze kann man natürlich auch noch weiterspinnen und sagen, hier kann sich auch noch jemand für Lead-Generierung, Newsletter-Anmeldung etc. anmelden. Auch da sind der Freiheit keine Grenzen gesetzt. Und natürlich ist das Ganze mit dem Opt-in verbunden, sodass man auch datenschutzkonform hier vorgeht und auch alle Server sind in der EU, in Deutschland. Das entspricht alles dem aktuellsten Datenschutz. Wenn wir dann weitergehen. Genau, das ist jetzt mal ein Beispiel aus der Möbelbranche, wo man das zum Beispiel sehr gut einsetzen kann. Da ist es tatsächlich so, dass man, je nachdem wie groß das Showroom ist im Möbelhaus, dass man hier auch sehr gut die gesamte Customer Journey durch den Showroom abbilden kann, indem man diese Terminals wirklich dorthin stellt, wo die Kunden durchgehen. In vielen Möbelbereichen gibt es auch Gastronomie. Das ist natürlich auch nochmal ein sehr dankbarer Ort, um viele Feedbacks zu generieren. Und da kann ich dann auch in einem wirklich, wir haben da Kunden, die das extrem ausreizen, in mehrstufigen Verfahren wirklich dann sagen, wo genau waren sie denn nicht zufrieden, in der Badewannenausstellung oder was im Kinderzimmerbereich. Und kann dann wirklich rausfinden, was fehlt denn da, was brauchen die Leute, wie ist das Verhältnis der verfügbaren Berater beispielsweise. Und das Ganze kann man sich dann auch noch in, was ich persönlich super gut finde, in so einer Art Heatmap anzeigen lassen, indem ich meine Wochentage habe und die Zeiten und dann auch sehen kann, Mensch, wo ist denn jetzt hier, zu welchen Tageszeiten habe ich denn eigentlich ein Problem? Ah, hier, Dienstagabend ist immer Unzufriedenheit. Habe ich da ein Personalthema, woran könnte es liegen? Das sind spannende Erkenntnisse, die man dann wirklich relativ schnell hat, weil man das einfach, gut, täglich macht es dann nicht so viel Sinn, aber einmal in der Woche kann man sich das angucken und kann sehr schnell reagieren. Wenn wir dann mal weitergehen, haben wir noch ein Beispiel dabei, das Thema Gästebefragung. Wir sind beispielsweise sehr stark im Bereich der Betriebsgastronomie. Das ist natürlich ein Bereich, der auch super stark unter der Pandemie leidet. Das ist ja gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es im Restaurantbereich halt wirklich toll, auch gerade bei Gästen, die jeden Tag kommen, dass die dann auch direkt Feedback geben können und dass das vielleicht auch in der Küche ankommt. Also wir hatten ein Beispiel, da gab es, das ist ja ganz oft so in Kantinen, dass es einen Schnitzeltag gab, das war auch sehr beliebt. Und dass dann plötzlich ein technischer Defekt wohl war an der Fritteuse. Die Kunden haben alle plötzlich komplett schlechtes Feedback abgegeben, Schnitzel, Horror. Dann hat man sich das angeguckt und konnte dann den Defekt in der Fritteuse noch an dem Tag tatsächlich fixen. Und die Kunden haben es auch mitbekommen. Hey, mein Feedback ist was wert und es tut sich was. Ich kenne es so aus meinen vorherigen Arbeitsverhältnissen, dass man dann in der Kantine einmal im Jahr Feedback gegeben hat. Und dann hatte man immer das Gefühl, ja, vielen Dank, wird zur Kenntnis genommen. Aber die Umsetzung von irgendwelchen Maßnahmen hat man dann nicht mehr gesehen. Das Schöne an Echtzeit ist wirklich diese Schnelligkeit zwischen Input und Output.
Gesetz der Fall, man hat natürlich auch die Manpower, die das dann übernehmen kann. Aber mit elektronischen Alerts kann man da eine ganze Menge auch automatisieren an der Stelle. Wenn wir weitergehen, das ist auch so ein klassischer Anwendungsfall im Museums- und Ausstellungsbereich. Macht das Ganze natürlich Sinn, weil man eben über diese Fernwartung der Monitore, das wird alles über ein Remote-System geschaltet, kann man auch sehr schnell auf Sonderausstellungen gezielt eingehen, nochmal danach fragen, wie zufrieden man ist. Man kann das Ganze auch als digitales Gästebuch nutzen, wo dann die Kunden ihre Feedbacks hinterlassen, wie es ihnen gefallen hat. Kann das sehr gut spielen, dann auch über Widgets auf der eigenen Homepage. Also da sind der Fantasie tatsächlich auch überhaupt keine Grenzen gesetzt. Wenn wir da noch mal eins weitergehen, bitte. Genau, auch ein wichtiger Treiber für Feedback ist natürlich das Thema Mitarbeiter. Und hier geht es nicht so sehr darum, fast jedes Unternehmen hat ja mittlerweile eine Online-Mitarbeiterbefragung einmal im Jahr, vielleicht auch sehr umfangreich. Kenne ich auch aus von meinen vorherigen Arbeitgebern. Da wurde ich dann immer gefragt, ob ich denn glaube, dass der Vorstand auch vertrauenswürdig ist und so einmal im Jahr oder ob ich zufrieden bin mit meinem Gehalt. Klar, wir da geben wir alle ein, super zufrieden, alles passt. Spaß beiseite. Also wichtig ist ja bei bestimmten Arbeitsgruppen, zu denen man vielleicht auch besonders in der Pandemie den Kopf verloren hat. Beispielsweise das Administration ist im Homeoffice, die Kollegen in der Fabrik, in der Produktion, in der Fertigung sind aber weiterhin vor Ort. Wie kriege ich denn jetzt mit, wie es den Mitarbeitern geht? Und da ist so ein Terminal, wo ich einfach beim Checkout, vielleicht muss ich noch meine Arbeitszeiten registrieren über ein Zeiterfassungssystem, da noch einmal klicke, wie geht's? Ein tolles Moment und wird auch wirklich sehr gewinnbringend genutzt. Das ist manchmal auch in dieser Arbeitsgruppe, sag ich mal, Blue Collar, habe ich vielleicht nicht die Möglichkeit, die alle über Mobiltelefone zu erreichen oder je nach Land auch nicht über E-Mail-Adressen. Und da ist das wirklich ein schlaues Instrument. Und hier kann ich auch beliebig tief gehen. Das ist natürlich eine Pulsmessung und ersetzt nicht so sehr eine stark qualitative Befragung, die ich vielleicht einmal im Jahr mache. Aber ich kann damit, also wir beispielsweise nutzen es auch bei uns im eigenen Unternehmen im Inhouse, ich kann sehr schnell auch sehen, okay, wie kippt die Stimmung, sind hier irgendwelche Treiber? Oftmals ist es ja auch so ein technisches Setup, wo ich sage, Mensch, da habe ich gar nicht drauf gedacht, es geht gar nicht um das Zwischenmenschliche, die Technik treibt hier den Unmut in die Höhe und kann dann sehr stark differenzieren und drauf eingehen. Ja, ein Parade-Anwendungsfall von so einem Feedback-System ist tatsächlich auch der Bereich Fitness oder letztendlich jedes Geschäftsmodell, was mit Mitgliedschaften zusammenhängt. Denn da ist es ja besonders wichtig, dass ich weiß, Mensch, wie zufrieden sind meine Mitglieder und wie hoch ist die Abwanderungsgefahr? Und wir haben das tatsächlich auch mal ausgerechnet. Wir sind mit sehr vielen Fitnessketten im Business-Austausch und tatsächlich kann man es wirklich schaffen, wenn man kontinuierlich Feedback abfragt und auch dann Themen umsetzt, dass man im Fitnessbereich verhindert, dass 2 Mitglieder pro Monat verschwinden. Das klingt jetzt wenig, aber es ist tatsächlich ein Kostenfaktor, wenn man es hochrechnet, der wirklich sehr gut ist. Und hier geht es auch wiederum um die kleinen Dinge des Alltages. Der Seifenspender an der rechten Dusche ist kaputt. Die Musik bei Trainer sowieso nervt. Hier geht es nicht um, ich finde, eure Wände sind schlecht gestrichen oder wie auch immer. Also nicht so um Hardware, sondern eher so softe Faktoren. Und man hat natürlich dann auch noch die Möglichkeit, wenn das Kind um einen Brunnen gefallen ist, dann auch nochmal so eine gezielte Befragung hinterher zu schicken, zum Beispiel auch dann online, zu sagen so, warum gehst du denn jetzt? Preis-Leistung, was war denn jetzt genau der Treiber? Schaffst du es zeitlich nicht zu kommen? Aber das gibt vielfältige Möglichkeiten, wo ich dann quasi auch immer noch mal was hinterher schießen kann. Genau. Ansonsten hatte ich das schon angedeutet, man kann natürlich diese Plattform auch nutzen, um Dinge, die man im eigenen Hause gerade hat, Sonderaktionen, Gewinnspiele, Kampagnen oder auch ganz schlicht eine Newsletter-Registrierung anzupreisen oder vielleicht die neue App, die man jetzt gerade entworfen hat, damit der Kunde schöner noch durch den Laden navigiert. Das passt. Und das ganze System funktioniert eben nicht nur physisch vor Ort, sondern ich kann auch alle Kanäle, die der Kunde durchläuft, mit abdecken, Integration in die App, Webseite, QR-Codes, die man auch verteilen kann, je nachdem, welches Business das ist. Das ist gar kein Problem.
sodass man hier wirklich in allen Bereichen, wo der Kunde mit mir Kontakt hat, die gleichen Mess-Surveys einsetzen kann. Genau, wenn wir dann weiterklicken, das ist nochmal so ein Beispiel, wie ich automatisiert eben auch jetzt supported wäre, wie kann ich mit sehr unzufriedenen Kunden umgehen. Thema Wartezeitkassen ist in vielen Point-of-Sale-Bereichen immer ein Wunderpunkt. Da könnte man zum Beispiel einen Alert an den Filialleiter geben, dass der merkt, oh, ich muss hier kurzfristig jemanden an die Kasse sondieren. Klar, da gibt es auch andere Prozesse heute schon. Ist natürlich auch eine Frage, wie flexibel kann ich auf meine Schichtarbeiten eingehen? Habe ich das Personal überhaupt? Technisch ist es aber gar kein Problem. Wenn wir mal eins weitergehen, bitte. Dann kann ich auch innerhalb des Tools mit einem Projektmanagement-Tool arbeiten, wo ich quasi sagen kann, okay, ich habe hier ein Problem, beispielsweise Sauberkeit, ich muss im Fitnessstudio, ich muss meinen Reinigungstonus erhöhen, kann dann sehen, kann dann eingeben, wann habe ich die Maßnahme geschaltet und kann dann sofort an den Werten sehen, hat sich die Zufriedenheit verändert. Also zahlt es darauf ein, meine Maßnahme kann ich sofort abmessen. Kann auch, in je nachdem, welche Branche es ist, tatsächlich absoluter Erlöstreiber sein. Ja, und dann noch ein Feature, das nächste, das finde ich besonders spannend. Das ist natürlich, sag ich mal, für Betriebe, die wahnsinnig viel offenes Feedback bekommen. Wir sagen auch immer, offenes Feedback ist auch wertvoll. Das ist die sogenannte automatische Textanalyse. Und die ist insofern spannend, weil ich da wirklich in so einer Wordcloud auf einen Blick sehe, okay, was wurde denn, welche Begriffe wurden besonders oft verwendet? Und hier in dem Beispiel sehe ich sofort, aha, Thema Mitarbeiter ist hier ein Issue. Das ist nämlich dick und rot und auch die Wartezeitkasse. Also ich kann so auf einen Blick erfassen, wow, was sind denn hier meine Hauptthemen? An dieser, daneben in dieser Korrelationspunktewolke kann ich dann auch nochmal filigraner reinsehen und kann sagen, okay, welche Worte sind denn da genau miteinander verwoben? Und das ermöglicht mir halt auch Feedbacks im 50.000er-Bereich pro Woche, pro Monat schnellstmöglich auszuwerten, was wirklich spannend ist. Das Ganze kann ich dann auch nochmal natürlich, wenn ich meine Feedback-Zahlen habe, auf meiner Seite einsetzen mit dem Widget. Das kann man natürlich dann auch, erzählt dann Peter gleich noch was zu, sehr gut in Social Media nutzen und tu Gutes und sprich drüber, weiter pushen. Das geht natürlich dann auch alles im Corporate Design, das ist natürlich klar. Wenn wir weitergehen. Ja. Sorry. Ja, das sind nochmal Beispiele von Kunden, die uns bereits vertrauen. Vielleicht gehen wir nochmal weiter. Was jetzt Sailway auszeichnet, natürlich sind wir nicht die einzigen, die solche Geräte herstellen. Wir haben jetzt wirklich mit einigen großen Kunden bewiesen, dass wir eben auch eine weltweite Logistik solcher Terminals hinbekommen und mehrere tausend Systeme betreiben können in verschiedenen Ländern. Das heißt, man kann auch diese Terminals und diese Surveys in wirklich allen Sprachen der Welt anbieten. Das ist überhaupt gar kein Problem und ist natürlich auch über diese ganze Remote Control und das Servicing auch mittlerweile gar kein Problem mehr, das dann tatsächlich auch trotzdem auch aus Köln zu betreiben. Das heißt, ich brauche keinen speziellen ITler, der vor Ort mein System betreut. Ich brauche keine eigene Wartungsteam. Das wird alles von uns übernommen. Und das nächste Beispiel, was wir haben an der Stelle, ist nochmal vielleicht ganz spannend, wenn wir auf das nächste Slide gehen. Da haben wir für einen Kunden auch einen Bonusclub quasi implementiert in Österreich. Da musste man dann seine Karten scannen und registriert sich dann über diese Terminals. Das ist also auch nochmal ein spannender Anwendungsfall. Steffi, ich unterbreche dich nur höchst ungern. Wir laufen so ein bisschen aus der Zeit. Ich bin am Ende meines Vortrages. Super, also vielen Dank für die Insights. Ein super spannendes Thema. Ich würde jetzt gleich auch gerne dem Peter die Gelegenheit geben, sich persönlich vorzustellen, bevor wir dann auch nochmal gemeinsam in den Dialog gehen und ihm den Ball aus dem stationären Geschäft, aus deinen Beispielen digital zuwerfen. Aber mir brennt noch eine Frage auf der Zunge, die ich wirklich sehr, sehr spannend fand und die aus meiner Sicht auch für unsere Zuschauer, Zuhörer interessant ist. Mit welchen Fachbereichen, mit welchen Ansprechpartnern und
ja, Fachkräften steht ihr in Kontakt und wer verantwortet in einem mittelständischen oder größeren Unternehmen die Themen, die du uns jetzt gerade vorgestellt hast und managt die? Ich denke, das gibt nochmal eine gute Anregung und einen Einblick, wo ihr in einem Unternehmensprozess aufgehangen seid und wer sich eigentlich den Kundenbedarfen, den Prozessen und der Zufriedenheitsmessung annimmt. Kannst du da nochmal einen kurzen Einblick geben? Ja, also das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Wir sind in der Regel im Bereich Marketing aufgehangen, oftmals auch an der Marktforschung, idealerweise auch in Kombination. Dann natürlich auch sehr gerne im Vertrieb, ne, weil die Kollegen wissen wollen, irgendwie zufrieden sind unsere Kunden. Es gibt aber auch zunehmend viele Branchen, die einen eigenen Customer Experience Manager haben. Und das ist natürlich für uns der perfekte Ansprechpartner, weil dann genau die Themen verstanden sind, und wir sofort aufsetzen können auf bestehende Prozesse. Prima, vielen Dank. Ich würde das Thema dann auch gerne jetzt nehmen und Richtung Peter schauen. Hallo Peter, guten Tag. Vielen Dank, dass du da bist. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin der Peter. Peter Hartmann, Global Digital Marketing Manager bei Henkel. Ich bin digital verantwortlich für Marken wie Patex, Sprit, Loctite, werden vielleicht noch ein paar Leute kennen, so im Großen und Ganzen. Und genau, da mache ich halt digitales Marketing. Unter anderem Content Marketing, SEO, aber auch die Gesamtstrategie quasi, wenn es um digital geht. Genau, das bin ich. So. Hey Steffi, du kannst gerne bleiben, wenn du möchtest. Ich bin doch da, Peter. Das ist gut, machen wir hier Talk zu dritt. Sehr gut. Steffi hat ihre Kamera ausgemacht, um dich ins Spotlight zu rücken. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Die Steffi hatte gerade in ihrer stationären Welt ein Beispiel, was, glaube ich, ganz gut passt und eine Brücke in die digitale Welt gibt, dass die Beschwerden nicht auf einer Social-Media-Plattform gemanagt werden, sondern dass man halt die Möglichkeit hat, über die vorgestellten Systeme das Ganze in-house effizient und natürlich auch kundenzentriert zu managen und zu orchestrieren. Da würde mich brennend interessieren, ich kenne es aus eigener Erfahrung, liegt ein paar Jahre zurück, ne? Aber dass es auf Facebook tatsächlich auch gestartet hat, dass da Support und Service Interesse kundenseitig sich etabliert hat und dass natürlich die Social-Media-Abteilungen und Fachleute darauf gar nicht ausgerichtet waren. Und da hast du bestimmt spannende Einblicke für uns, wie das heute aussieht, wie du es aus deinen Stationen kennst und ob das überhaupt ein Thema ist, da auf einer Plattform wie Instagram, LinkedIn, Facebook tiefer einzusteigen oder hast du da andere Einblicke? Boah, das ist aber auch schon in diesem einen Dialog, Monolog, hast du jetzt aber schon drei Fragen untergebracht. So. Ja. Lass mich vielleicht so ein bisschen so starten, so was machen wir eigentlich so für ein Business? Ne? So generell ist ja bei uns, wir haben ganz viele unserer Produkte, die brauchst du halt, wenn mal was kaputt geht. Das heißt, ne, wenn du jetzt einen Sekundenkleber irgendwie kaufst oder wenn du irgendwie einen Schuhkleber brauchst zum Beispiel, dann sind das ja immer bestimmte Sachen, die erst passieren und dann wirst du drauf dann reagieren und kaufst dir dann eventuell halt, also im schlimmsten Fall halt einen neuen Schuh, im besten Fall kaufst du dann unseren Kleber. Das heißt, und unsere Zielgruppe ist nicht wirklich, also du kannst mit Werbedruck nicht so viel ausrichten, sage ich mal, wenn es um bestimmte Produkte zum Beispiel geht. Es ist was anderes, wenn du jetzt auf Marken zum Beispiel gehst und halt Brandbuilding dann betreibst, da kannst du natürlich dann auch Geld ausgeben. Das heißt aber für uns so, wir mussten halt so sehen, okay, wenn du dir das global strategisch ansiehst und wo steckst du jetzt quasi dein Budget rein, was kannst du quasi gewinnen und was nicht, haben wir damals gesagt, hey, Social Media ist halt etwas, das können wir ja mediaeffizient ausspielen, das werden wir auch dann so machen, wir haben Guidelines dann dafür. Werden wir uns darum bemühen, dass die Community da immer glücklich ist und dass die immer engaged bleibt und so weiter. Relativ irrelevant, muss ich sagen. So, weil diese Leute quasi, ja, die sind vielleicht auch dann Follower von Brit, wie auch immer und so, aber wo wir quasi mit denen connecten müssen, ist in dem Moment, wenn sie wirklich nach einem Produkt suchen. Ja, das heißt, wenn es dann um Google geht und so weiter, da sind wir deutlich stärker aufgestellt, als wenn wir jetzt bei Social Media so reingucken. Was wir dennoch machen, ist natürlich, und da stimme ich dann auch Steffi zu,
Wir monitoren natürlich ganz genau, was geht denn da in den sozialen Netzwerken ab. Das heißt, wir arbeiten mit Social Media Listening, nicht nur auf die sozialen Netzwerken, sondern halt auch generell World Wide Web plus dann auch die größten E-Commerce bzw. Omnichannel Retailer, die wir haben. Da gucken wir uns halt ganz genau an, was schreiben Leute über uns, wo sind vielleicht Probleme mit dem Produkt und genau wie Steffi dann auch eben gesagt hat, echt Steffi, echt guter Vortrag übrigens. Wir gucken uns dann wirklich an, so was ist dann wirklich das, was jetzt die Kunden da beschäftigt und können das dann auch dann bei uns ins Product Development dann einfließen lassen und sagen, okay, pass auf, wir haben gesehen, dass das Kunden mit diesem Produkt jetzt noch nicht ganz so zufrieden sind. Ja, was sind denn jetzt die Verbesserungsmaßnahmen? So, warum kommt jetzt irgendwie aus dieser Tube der Kleber so langsam raus, so wie auch immer? Was kannst du dann da machen? Und dadurch kannst du natürlich dann auch wieder in Produktinnovation einsteigen oder aber auf der anderen Seite natürlich dann auch Hilfestellung geben, wenn Leute danach suchen, ja, wie kann ich denen vielleicht erklären, wie sie es besser machen können am Ende, also Hilfestellung dann so leisten. Und Social Media ist natürlich so ein Punkt, wie gesagt, E-Commerce ist ein anderer Punkt. Was wir natürlich auch ganz häufig haben, ist halt, dass Leute bei uns bei der Consumer Hotline halt anrufen und sagen, pass auf, hier funktioniert was nicht. So. Und wenn du dieses ganze Feedback dann hast, dann kannst du natürlich dann auf der anderen Seite auch wiederum sagen, cool, du kannst es für so viele Sachen benutzen. Nicht nur für PD, sondern auch zum Beispiel dann für dein Marketing. Marketing-Messages auf verschiedenen Kanälen kannst du dann spielen. Und da muss ich sagen, das funktioniert bei uns ganz gut. Sehr spannendes Thema. Also auch gerade der Teil mit dem Kunden-Service-Center ist heutzutage, denke ich, auch noch nicht ganz wegzudenken. Eine Frage, die mich in dem Kontext interessiert, arbeitet ihr an der Stelle, könnt ihr da echte Kundendaten verwenden oder arbeitet ihr mit Segmenten und einzelnen Cases, die ja zu euren unterschiedlichen Produkten sicherlich auch variieren? Kannst du uns da nochmal einen Einblick geben? Gerne. Also Kundendaten, persönliche Daten fragen wir nur dann ab, wenn wir es wirklich dann auch benötigen. Ja, also typisches Ding, Kontaktformular auf der Website, so, du hast eine Beschwerde, ja, dann müssen wir dich auch wieder kontaktieren können. Ja, das ist halt wichtig, so, generell. Aber sonst arbeiten wir eher tatsächlich auf der einen Seite halt nicht wirklich, ich sag mal, nicht auf Kundenbasis, wenn es dann um die Beschwerden geht. Da gibt es halt irgendwann, ich sag mal so ein Threshold, wo wir dann sagen, okay, ab jetzt müssen wir uns dann wirklich dann auch darum kümmern. Das ist nicht nur eine Einzelmeinung, hier scheint ein strukturelles Problem vorzuliegen, bei einem Produkt zum Beispiel. Wir arbeiten halt auf der anderen Seite natürlich, wenn wir dann Content ausspielen mit verschiedenen Segmenten, das schon. Also wir denken oder versuchen immer mehr, um da ganz transparent zu sein, versuchen immer mehr, konsumentenzentriert dann auch zu denken. Das ist bei den Produkten, die wir haben, manchmal nicht ganz so einfach, weil wir natürlich auch, ich sag mal, ein Erbe angetreten haben, was wie früher halt alle, ich sag mal, großen Konsumgüterhersteller halt gearbeitet haben. Du produzierst etwas, du machst halt dann Marketing drüber, du innovierst und über Innovation schaffst du dir quasi mehr Marktsegmente. So, wir sind inzwischen aber so am Punkt, wenn du halt im Obi stehst und du guckst dir dann einfach mal an, okay, ich will einen Sekundenkleber kaufen, dann hast du, auch wenn du sagst, du willst nur ein Produkt von Henkel kaufen, ich stand vor dieser Herausforderung, ich stand vor diesem Riesenregal mit Sekundenklebern, ich wusste, ich will ein Henkel-Produkt kaufen und ich habe nicht gewusst, welches ich jetzt nehme, so, weil es einfach so viel gibt, weil du so viel innoviert hast, dass du nachher vielleicht auch dann den direkten Kundenbezug vielleicht vermisst hast. So. Und deshalb kommen wir wiederum dahin, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns ein bisschen anders aufstellen, wir müssen den Kunden in den Mittelpunkt rücken. Und das hast du bei digital natürlich, ich sag mal, per se, weil du da natürlich, wenn du auf Facebook jemanden targeten möchtest und so, brauchst du halt Demografien und Interessengebiete und so. Und dadurch, dass du dann da aber auch, also zumindest wir viel testen, um zu sehen, okay, wir haben verschiedene Creatives, wir haben verschiedene Zielgruppen, die wir erreichen wollen und da halt dann erstmal mit einem relativ kleinen Budget angehen und gucken, okay, wie verhält sich der Kunde, wenn er jetzt quasi diese Message sieht, können wir da relativ genau sagen, wer nachher davon dann beeinflusst wird und wer nicht. Ja. Spannend, auf jeden Fall. Habt ihr durch die aktuelle Situation eine Veränderung bei euch festgestellt, also von stationär zu digital? Hat das deinen Job, euer tägliches Doing in irgendeiner Form beeinflusst?
Ich glaube tatsächlich nicht so sehr. Also wenn es darum geht, mein tägliches Doing eigentlich nicht. Weil wir da eigentlich, also du baust da, also ich bin ja strategisch tätig, konzeptionell tätig. Das heißt, da stellst du halt was auf. Du challengest dich natürlich dann auch in den verschiedenen Projekten immer nach einer gewissen Zeit und guckst, ob das überhaupt noch stimmt, was da so passiert. Aber dadurch, dass wir halt schon vor Jahren gesagt haben, ne, du musst halt auch auf Google sichtbar sein und wir das halt immer besser auch machen, hatten wir da, ich sag mal, schon einen Vorteil, bevor quasi die Pandemie irgendwie angefangen hat, dass als Leute dann irgendwie im Lockdown zu Hause saßen, da waren wir schon auf Google ganz oben gelistet. Das heißt, wenn Leute dann gesucht haben nach DIY, also was kann ich jetzt bauen oder wie mache ich ein Palettenbett oder sind jetzt alles fiktive Begriffe, dann waren wir schon da ganz oben gelistet. Und das hat uns dann natürlich, das war dann ein Vorteil danach für uns. Wir haben aber dann nicht nochmal extra, ich sag mal, Marketingbudget drauf verwendet, dass wir jetzt noch höher ranken, weil so ganz, ganz, ganz blöd gesagt, wir waren da schon oben. Ja? Das heißt, eigentlich hat sich bei uns nur bewahrheitet, was wir vorher auch gesehen haben. Wir haben auch vorher gesagt, der andere große Schwerpunkt, den wir legen, ist halt E-Commerce. Wir sehen, dass halt eigentlich im Schnitt die Penetration von E-Commerce in entwickelten Ländern, in Industrieländern, bei 1% pro Jahr liegt. Das heißt, du steigst da halt immer mehr. Im letzten Jahr gab es halt dann für einen kurzen Moment, sag ich mal, während der Lockdown-Phase halt auf einmal 10% mehr Leute auf E-Commerce. Und das haben wir natürlich dann auch gesehen, dass wir dann halt da einen höheren Absatz dann hatten für unsere DIY-Produkte. Aber es hat quasi in unserem Doing eigentlich nichts verändert, sondern es war eher so eine Bestätigung dessen, dass wir halt die Strategie, die wir damals ausgerollt haben, dass die auch in Krisenzeiten sehr, sehr sicher ist für uns. Hat denn das stationäre Geschäft aus deiner Sicht noch Bestand in Zukunft? Wird es in den nächsten 3, 4, 5 Jahren die Form von Einzelhandel noch geben, so wie wir es heute kennen, oder? Ich glaube, bei unseren Produkten auf jeden Fall. Ich würde auch gerne auch Steffis Meinung gerne dazu hören. Das ist spannend. Das ist ein spannender Punkt. Aber ich glaube, so stationär, wenn es so quasi wirklich dann so um ich möchte hier irgendwas bauen oder so geht, ja, dann ist es natürlich für dich einfacher, in Anführungszeichen. Du gehst halt in den großen Baumarkt halt rein und hast dann alle Sachen da und suchst es dir dann zusammen, gehst damit dann wieder raus. Ja, weil ich glaube auch so eine. So eine E-Commerce-Penetration hört halt irgendwann auf. Ja. Es ist aber auch verschiedene Produkte quasi, die dann verschiedene Sachen dann auch bedingen. Wenn ich dann eher so an mein eigenes Verhalten dann auch denke und sehe, dass ich bei einer Drogeriemarktkette seit dem letzten Lockdown halt ein Abo habe, dass die mir halt eine Kiste mit halt allen Hygieneprodukten jeden Monat vor die Tür stellen und so und ich da nicht mehr selbst reingehe, glaube ich, ist es wirklich so abhängig vom Produkt nachher. Steffi, was seht ihr da? Es tut mir sehr leid, ich habe gerade ein Tonproblem. Oh nein. Ich kann euch nicht mehr hören. Das tut mir echt leid. Ich muss mal gerade rausgehen. Ich bin mal rein und rausgekommen. Gut, Björn, dann machen wir weiter, ne? Wir machen auf jeden Fall weiter. Wir stellen die Frage zurück und involvieren Steffi gleich nochmal, wenn sie zurück ist. Ich würde die Zeit gerne nutzen, mit dir über Content Marketing zu reden. Wir hatten ja ein, zwei interessante, spannende Vorbereitungssessions. Und dabei ist mir das Thema Content Marketing in a nutshell nochmal besonders ins Auge gefallen und glaube, dass das auch für unsere Zuschauer ein sehr, sehr relevantes Thema ist. Und würde dich da bitten, nochmal Einblicke in deine Tätigkeit zu geben und einfach mal die Dinge, die gut und wichtig sind, nochmal zu skizzieren und zusammenzufassen. Ja, sehr gerne. Content Marketing ist für mich so ein bisschen so die Königsdisziplin so im Digital Marketing. So, warum? Weil am Ende ist alles Content. Ja, es macht für den Kunden nachher keinen Unterschied, sage ich mal, wie dein Produkt quasi gerade ist, ob es irgendwo verfügbar ist, wie auch immer. Wenn dein Content nicht stimmt, hast du schon verloren. Content ist das, was quasi immer draußen ist, wo dein Kunde immer Zugriff drauf hat, was quasi dir so einen verlängerten Arm irgendwie gibt, damit du halt Kunden zu jeder Zeit eigentlich erreichen kannst. Das heißt, wenn wir über Content reden, reden wir natürlich von Kampagnen, wir reden von Bildern, Videos, wir reden von Text, wir reden davon, dass wir auf unseren Websites auch Content Marketing machen.
Wir reden aber auch davon, dass du Content natürlich auch bei Amazon brauchst, zum Beispiel, oder anderen E-Commerce-Retailern, damit du da halt deine Sachen einfach verkaufen kannst. Ja, sobald du halt irgendwie ein Produkt siehst, da gibt es aber kein Bild für, wie kannst du dir dann sicher sein, dass dieses Produkt überhaupt existiert? Das Gleiche gilt halt dann für Produktbeschreibungen, die dann schlampig geschrieben sind, wo du dann halt auch nichts gewinnen kannst. Ja, weil ich dann im Endeffekt nachher denke, okay, es ist ein unseriöses Angebot. Und das Problem hat vielleicht nicht Amazon, aber vielleicht dann kleinere E-Retailer, die dann halt einfach nichts verkaufen. Und daher ist halt Content bei uns, also sowohl halt im Bereich, wenn wir an Google denken, aber auch wenn wir im Bereich Amazon oder E-Commerce denken, halt ein Riesenthema. Und was wir auch so, wie auch schon gesagt, so für unsere Produkte festgestellt haben, ist, dass Leute natürlich, bevor sie unsere Produkte kaufen, auch nach ihnen suchen. Das können sie im Laden machen, das können sie auch bei uns quasi dann online machen. Unser Ziel war immer zu sagen, wir sind dann in den Top 3 bei Google, wenn es um relevante Suchbegriffe geht, wo wir sehen, okay, es gibt ein entsprechendes Suchvolumen und dass wir dann halt mit Content dann auch antworten, der dann auch auf natürlich den Kunden zugeht, diese Frage dann auch beantwortet, aber nicht direkt abverkaufen möchte. Ja, das ist was ich ganz oft so bei so Projekten sehe, dass Leute dann, dass Firmen dann quasi hingehen und sagen, okay, wir können ja jetzt von uns aus, wir wollen diese und diese Produkte verkaufen, also sollten wir doch da und darüber schreiben, ist aber genau der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz ist zu sagen, okay, wir gucken danach, wonach suchen eigentlich Konsumenten. Gucken uns dann auch die Suchintention an. Also will der jetzt tatsächlich wissen, wie das Produkt funktioniert oder will er jetzt wissen, wie das Projekt geht oder wie auch immer. Und haben da dann auch noch Leute in den Ländern sitzen, die redaktionell geschult sind, die auch noch Muttersprache des jeweiligen Landes sind, damit der Content auch wirklich glaubwürdig dann vermittelt, okay, das ist das, wie wir dir helfen können. Ja, alles mit dem Gedanken halt, du möchtest Brandbuilding betreiben, du möchtest nicht direkt ein Sellout an der Stelle. Und natürlich kannst du dann in diesem Artikel am Ende vielleicht dann auch erwähnen, dass natürlich ein Produkt von Patex, ein Produkt von Loctite, ein Produkt von Pritt vielleicht das Beste ist, aber in erster Linie geht es erstmal darum, der Kunde hat ein Problem, wir wollen es lösen. Und wenn dann hängen bleibt, ach so ja, ne, der Experte ist halt Patex, dann funktioniert das halt ganz, ganz gut. Und mein Lieblingsbeispiel da ist auch da wieder ne, N gleich 1, nämlich Peter Hartmann. Gardena macht da auch einen super Job. So, also alle meine Gartengeräte sind von Gardena, weil ich habe halt, irgendwann hatte ich halt einen Garten und ich wusste halt nichts über Garten. Und ich suche einfach, also ich habe wirklich so Sachen gesucht, wie zum Beispiel ja einen Rasen anlegen und so. Und dann wurde mir halt, hat Gardena mir geholfen. So, und seitdem bin ich halt wirklich bei Gardena. Das ist super. Super Einblick. Also vielen Dank für die Zusammenfassung. In Anbetracht der Zeit würde ich gerne zwei Zuschauerfragen aufgreifen. Unsere Übertragungszentrale hat mir zwei interessante Fragen in Richtung Peter zugespielt. Die Steffi ist auch wieder da. Und im Anschluss würde ich dann gerne nochmal den Ball mit der Frage nehmen, hat der stationäre Handel in Zukunft noch Bestand, und den dann nochmal an Steffi übergeben, dass wir da nochmal kurz einsteigen. Und ich denke, dann sind wir auch mit der Zeit gut dabei. Die erste Zuschauerfrage ist, was ist der relevanteste Online-Kanal für Henkel? Kannst du uns da Einblicke geben, Peter? Online-Kanal im Sinne von Digitalmarketing nehme ich jetzt einfach mal an. Bei uns tatsächlich, also wenn du dir die Consumer Journey anguckst, ne, hast du ja ganz, ganz klassisch, also zumindest so wie wir sie auffassen, du hast halt den Teil Awareness, du hast den Teil Consideration, du hast den Teil Purchase und dann hast du den Teil Loyalty hinten dran, so, also ganz vereinfacht. So. Und für uns, und damit spreche ich jetzt nicht für die anderen beiden Bereiche, wir haben noch einen Beauty-Care-Bereich, ne, Marken wie Schwarzkopf, so alle kaufen jetzt Schwarzkopf bitte. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch Laundry, alle Persil kaufen, ne, ist auch ganz cool. Aber halt für Marken wie Patex, Pritt und Loctite, im Gegensatz zu den anderen Bereichen, ist halt der Bereich Awareness, also Social Media, Arbeit mit Content Creatorn, slash Influencern und so, eher weniger relevant als das, was dann nachher im Funnel passiert. Also zumindest sind wir der Überzeugung. Das heißt, wir haben halt auf die Bereiche Suche, also Search gleich SEA und SEO, als auch im Bereich dann
digital auch wieder Purchase, E-Commerce am Ende gesetzt und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Was wir sehen, ist halt, dass unsere Mitbewerber stärker in der Awareness-Phase sind. Oder mit anderen Worten, wenn ich halt am Wochenende mit meiner Tochter, meinem Sohn Kinderfernsehen sehe, dann sehe ich, dass unsere Mitbewerber in dieser Phase stärker sind als wir. Aber das kriegen wir, glaube ich, dadurch dann halt ausgehebelt, indem wir halt dann in der nächsten Phase halt dann da sind. Ja. Was aber auch ganz wichtig ist, ist natürlich, dass wir darauf achten, halt sowohl bei E-Retailern als auch bei Google, dass halt das Ranking halt eine sehr hohe Gewichtung hat. Das heißt, wenn du halt oben rankst, in den Top 3, kriegst du halt 63% des ganzen Traffics, der da irgendwie auftaucht. Ist ähnlich bei E-Commerce, wobei du da auch noch viel mit Werbung dann auch noch quasi zusätzlich unterstützen musst, damit das halt dann auch passiert. Aber das sind dann unsere wichtigsten Kanäle, die wir dann da bespielen. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich glaube, die zweite Frage schließt da auch ein bisschen thematisch an. Da interessiert sich ein Zuschauer dafür, ob Amazon oder Google für euch wichtiger ist. Kann man das gegeneinander absehen? Ich sag mal so, wenn ich jetzt aus Business-Sicht Geld draufsetzen würde, dann würde ich sagen, also wenn ich müsste und sonst wird mir das Budget abgenommen, keine Ahnung. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was passiert. Ich habe erst gedacht, so erschießen oder so, nee, aber Budget abnehmen ist, glaube ich, vielleicht schlimmer. Dann würde ich 100 Pro auf Amazon gehen, weil du da halt, du siehst halt, dass Amazon die wichtigste Produkt-Search-Engine inzwischen ist. Du kannst direkt abverkaufen. Wir haben da ein ROAS-Model, also Return on Advertisement Spend-Model aufgesetzt, was halt wirklich seinesgleichen sucht, muss ich sagen. Und ich würde halt dann auf Amazon gehen müssen, obwohl halt mein Herz sehr stark halt für SEO schlägt und Suchmaschinenoptimierung und Content, weil wir da auch sehen, wir haben halt auch ein Verhältnis halt zum kreierten Media Value, zum Investment, was auch wiederum, ich glaube, Best Practice ist. Wir haben den Traffic, seitdem ich halt bei Henkel bin, inzwischen vervierfacht. Und das ist schon auch eine coole Geschichte. Aber wenn ich auswählen müsste, wahrscheinlich dann halt Amazon plus noch mehr E-Commercer, weil dann hast du zumindest in meinem kleinen Business, was ich mir gerade gebaut habe, hast du zumindest auch einen Abverkauf mit drin. Ja, super spannende Einblicke. Vielen Dank dafür. Steffi, dann würde den Peter und mich und natürlich auch die Zuschauer nochmal interessieren, wie deine Einschätzung ist, ob der stationäre Handel in Zukunft noch Bestand hat und wie sich die ganze Situation weiterentwickelt. Ich hoffe, kann man mich hören gut? Ist das ja okay? Alles klar. Großartig. Ja, also grundsätzlich hat Peter ja auch das schon dargestellt, dass natürlich der Onlinehandel durch die Pandemie stark zugelegt hat. Wir in Deutschland hatten da ja auch noch erheblichen Nachholbedarf. Ja. Also wir hatten ja nochmal ganz andere Wachstumsraten an der Stelle. Richtig, das wird sich auch weiter fortsetzen, je länger so eine Pandemie auch andauert. Das heißt, ich glaube, kein Geschäftsbrand der Welt kommt ohne E-Commerce aus in der Zukunft. Das ist schon mal ein Fakt. Glaube ich, dass der stationäre Handel komplett ausstirbt? Auf keinen Fall. Also auch nicht in den nächsten 3 Jahren. Gar nicht, auf keinen Fall. Also es gibt halt bestimmte Produkte, die möchte man einfach auch gerne vor Ort aufgrund der Haptik nochmal sehen. Bestimmte Preisklassen, ja. Also es ist bestimmt was anderes, ob ich jetzt einen Prittstift kaufe für 1 Euro oder ob ich irgendwie ein paar tausend Euro in ein Möbelstück investiere. Das will ich mir dann vielleicht nochmal anschauen. Und es gibt auch immer in die USA schauen, wenn es um E-Commerce-Trends geht. Was macht Amazon? Die fangen an, wieder Kaufhäuser zu errichten. Das heißt, da geht es wieder in den Laden rein und wo ich dann eine schlaue Kombination aus beidem habe, ne? Dass ich eben hier Dinge ausstelle, die kann ich dann aber auch online da bestellen. Oder wenn meine Auslage nicht reicht, dann kann ich auch sagen, kannst du hier haben. Wo habe ich das schon mal erlebt? Zum Beispiel Sportgeschäft, da konnte ich was nicht finden. Und dann wurde mir gesagt, hier kannst du aber auch online bei uns bestellen. Mache ich gerade für dich. Zack, zack. Ne? Also, dass ich so beide Kanäle schlau miteinander verwebe. Ich glaube, das wird die Zukunft sein. Ja, super. Stimme ich zu. Ich will einen Satz noch dazu, 100%. Wir sehen es auch so in Ländern, die quasi sehr groß sind, aber vielleicht nicht die Infrastruktur haben, die, andere Länder haben. Da sehen wir auch, dass halt wir vielleicht es nicht in der Logistik hinbekommen, dass jedes Produkt quasi dann vor Ort verfügbar ist.
Aber online kannst du das natürlich machen. So. Und wir sehen tatsächlich dann auch halt in, ich sag mal, infrastrukturschwachen Ländern oder Regionen dann höhere Raten beim E-Commerce als halt dann bei höher entwickelten Ländern, wo du halt dann die Sachen dann auch direkt dann vor der Tür hast. So, also da 100%. Prima. Vielen Dank für eure Einschätzungen, die Einblicke. Wir sind tatsächlich am Ende der Zeit mit einer Punktlandung. Vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart. Ich denke, dass wir eine Menge Themen für unsere Zuschauer zusammengebracht haben. Ich würde gerne noch ein bisschen Eigenwerbung für die nächste Woche machen. Dann übernimmt meine Kollegin Linda Friedrich wieder. Nächste Woche Donnerstag um die gleiche Zeit. Da geht es dann um Trends und Innovationen mit Fokus 2022. Dr. Dag Pieper und Falk Harig sind dann nochmal Talkgäste. Und im Anschluss gehen dann wir auch in die Weihnachtszeit und freuen uns, wenn ihr dann nächste Woche wieder dabei seid und einschaltet. Vielen Dank. Danke. Einen schönen Tag noch. Ciao. Einen schönen Tag.